Es ist wieder Unboxing-Zeit. Hallo, hier sind die Hausies, Tanja Thorsten. und Familie Enterich. Und ja, wir haben heute hier ein Spiel, nein, zwei Spiele in einem. Naja, ein Spiel und eine Erweiterung. Genau. Und die möchten wir heute mit euch zusammen auspacken. Und ja, es geht um das Spiel Pact Von Iron Games. und die Wintererweiterung, Winteredition, Ja, Winterpack, Winterpact. Winterpack. Und ja, wir schauen jetzt da gemeinsam mal rein und dann, ja, lassen wir uns mal überraschen, was da drin ist. Es kann nur Gutes sein. Kleine fiese Gobos regieren eine Welt. Ja, da haben wir jetzt das Schmuckstück. Ich zeige euch das nochmal vorne. Und wie ihr das gewohnt seid, natürlich auch von den Seiten. Hier haben wir draufstehen, für wie viele Spieler das ist. 1 bis 5 Spieler, ca. 30 bis 45 Minuten, ab 10 Jahre. Ja, und das Ganze ist von Iron Games, von Bernd Eisenstein. Ist ja auch lustig, ne? Vom Namen her, das ist also ein toller Name, wenn man Ja, Spiele macht, ne? klingt nach einem Zwergennamen, nach einem altehrwürdigen Zwergennamen. Ja, aber es geht um Goblins. Bin schon ganz gespannt. Wie wir gesehen, es gibt auf jeden Fall Karten. Über 100 Karten haben wir auf Rückseite gesehen und Miepel. Mal gucken, wie die ausschauen. So, hier haben wir einmal die Spielanleitung. Dann schauen wir mal, wie viele Seiten wir da lesen müssen. Ah, hier geht es ja schon mit Solospiel und da ist schon die englische Variation. Ja, okay. Ein paar Seiten sind zu lesen. Da freue ich mich schon drauf. Da haben wir schon Ja. einmal das Pact Winter. Wollen wir es beiseite nehmen? Können wir Das legen vielleicht wir gleich noch erst zur machen. Seite. Genau, wir machen mal erstmal das Grundspiel, dass wir uns das einmal anschauen, was wir denn da so Hat jeder schon finden. mal ein Kartenpack zum Auspacken? Ja, kann jeder mal eins auspacken. Mal schauen, wer schneller ist. So, ich glaube, ich war Erster. Dann schauen wir doch mal den ersten Pack hier an. Goblin-Bauarbeiter auf jeden Fall. Oben links schon mal die Symbole und unten rechts die jeweilige Bedeutung. Der sieht ja witzig aus. Goblin-Häuptling. Händler. Forscher. Sieht auf jeden Fall gut aus. Das Artwork gefällt mir schon, was ich so sehe. Ja, mir auch. Schamane. Schamane. Und nochmal Krieger. Gucken wir mal die Rückseiten. Die sind alle so. Okay. Habe ich hier nochmal so ein paar Krieger, da setzen wir mal weiter fort. Oh, da kommt schon mal was Besonderes. Von den ganzen Klassen, die wir gerade gesehen haben, nochmal scheinbar die Profis. Das könnten, glaube ich, dann irgendwie Wertungsblöcke sein oder ähnliches. Wir haben nachher alles nachlesen müssen. Ich bin gespannt, wie die Mechanik sein wird. Das Artwork gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Oh, der sieht aber brutal aus. Das sieht jetzt auch mehr nach so Talenten aus. Ja, genau, Talente. Tarnung. Heldenmut. Oder Gegenstände, Orte, Kaserne, Baracken, Palisade, ja. Fledermäuse, Zentauren. Okay, also es scheinbar gibt es noch unterstützende Kreaturen. Riesen, ja. Alles bei was ein interessantes Fantasy-Setting braucht, schätze. Guck mal, du magst doch Drachen. Ja, okay. Die ist schön.
Ja, Drache mache ich. Und spiel das mit Drachen, ist es schon mal direkt gebombt. Die Rückseiten sehen so aus. Ah, hier, da haben wir jetzt farbige Rückseiten und das sieht von einer Seite genauso aus. Ja, kommt doch, glaube ich, darauf an. Das sind verschiedene Rückseiten. Na, hier ist auch nochmal sowas. Aha, okay. Ja. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommen wir nämlich zu einem für mich nicht uninteressanten Teil, die Miepel. Ja, Holzmiepel. Holzmiepel. Aber hier sind auch so, so kleine. Das sind scheinbar Zählsteine. Irgendwie Wertsteine. Sowas, ja. Und für jeden Spieler kleine Miepel mit Zipfelmütze. Ja, witzig. Ja, dann gucken wir direkt mal, was in dem nächsten, in dem nächsten Das ist jetzt dann die Erweiterung. Genau. Das Packed Winter. Genau, das ist jetzt druckfrisch für dieses Jahr 2020. Neuheit. Schauen wir mal, dass ich es hier rauskriege. Geht's? Jo, wollte nur nichts kaputt machen. Deswegen. Okay, einmal. Kleine Spielanleitung. Das ist dann bestimmt dann die ergänzende Regel, ne? Ja. Auch wieder in den drei Sprachen, Französisch, Englisch und Deutsch. Und hier haben wir dann das Weihnachtspack. Das Winterpack. Ja, ach ja, Winter, Weihnachten. Okay. Jetzt muss ich das eben aufkriegen. Moment. Jetzt geht's. Da sind dann... Nochmal die Klassen von gerade. Ah, da kommen neue Karten. Oh, Orks. Die großen Freunde, die Orks. Das hast du mich. Und so haben wir die Rückseite. Ah, die Rückseite ist dann, da sieht man, dass es die Winterkarten sind dann. Alles ein bisschen verschneit, ne? Ja, da bin ich mal gespannt. Und natürlich, nicht vergessen, nochmal drei schneeweiße Gobbos, Miepel und ein Ziegelstein. Jo. Dann lassen wir uns mal überraschen, wie das denn alles funktioniert. Und ihr werdet von uns hören. Wir sagen Tschüss, die Hausis, Tanja, Thorsten und Familie Enterich.